So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahmen. Es ist der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ein kleines Unboxing. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich habe die Rocket-Bosse besiegt. Ich habe die Rocket-Rüpel besiegt. Ich habe den Obermacker Giovanni besiegt. Habe mir Semmel geholt, beziehungsweise Mohnbrötchen im Netto. 5 Stück für 50 Cent. Das ist relativ günstig. Hab noch nichts gegessen. Kam nach Hause, hab gesehen, in der Tür steht schon wieder ein Paket, ne, was jemand abgestellt hat. Ich glaube, das dürfte vom NetGhost sein. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, der NetGhost war einer der letzten, der geschrieben hat. Ich habe dir noch mal was geschickt. Da wollen wir jetzt reingucken. Guckt euch das Absperrband an. Ne? Letzte Zeit Urinalbecken viel geschickt. NetGhost hat auch was gesagt. Das korrigiert mich. Wenn es falsch ist, dann korrigiert mich bitte. Ansonsten gehe ich jetzt davon aus, das ist vom NetGhost. So, der Adi läuft hier drüber. Ich stelle das nämlich immer so hin und da stelle ich immer die Kamera drauf. Und jetzt ist er da einfach vorbei und hat einfach die Klopapierrolle umgeworfen. Ja, nicht umsonst sitze ich auf der Toilette. Das ist nämlich wichtig. Wir machen das jetzt hier auf. Hä, das ist der Boden. Das heißt, wir müssen es einmal komplett rumdrehen. Und jetzt, wie ist denn das zugemacht? Ich kriege überhaupt nicht durch. Eigentlich hat es doch immer in der Mitte, kann man das doch eigentlich aufmachen. Und am Rand hat das so Dinge, so die so zu sind. Jetzt ist der Schlitz aber, glaube ich, oben, aber der Rest, ja, ich habe keine Ahnung. Ich fange jetzt einfach mal an, hier am Rand irgendwie da reinzugehen, weil ich hier was merke und sich so anfühlt, als ob man da reingehen könnte. Das ist wieder ein sehr mysteriöses Paket. Adi, du pass auf, dass nichts passiert. Vielleicht sollte ich die vorher immer schon öffnen, damit ich da nicht hier sitze und mich immer halb tot mache. Alles dick und fett mit Pappe. Ich glaube, wir müssen... wir können jetzt keine Rücksicht auf den Karton nehmen. Wir schlitzen einfach mal alles auf, auch auf der anderen Seite. Adi, ja, häng los, Adi. Adi macht das sehr gut. Der lenkt euch ab. Ja, hörst du das, ja? Wie das hier sich einfach durch die Pappe durchfrisst. Ne? So muss das sein. Und jetzt, obwohl das irgendwie gar nicht dahin gehört, aber ich keine Ahnung habe, wie ich das sonst machen soll, mache ich einfach einen Schnitt hier quer durch. Du passt bitte auf, dass da nicht der Kopf abfällt. So, jetzt nochmal hier. Und schon ist das Paket auf. Mann, ist das günstig und cool gemacht. Und irgendwie ist das trotzdem der... Ich glaube trotzdem, dass das der Boden ist. Aber das andere irgendwie auch keine Öffnung hatte, sonst was, wie auch immer. Ich habe erstmal so schöne Knisterfolie. Die mag der Adi ja besonders gern. Da kannst du den immer mit zudecken, ungefähr so, da freut er sich. Dann hast du hier noch mehr, die kannst du auch da drauflegen. Das hält ihn schön warm. Im Endeffekt frisst er wieder dran rum und macht alles kaputt. So sieht das erstmal aus im Überblick, wenn ihr davon... Oh mein Gott. Wenn ihr davon oben guckt, ein buntes Paket. Jetzt haben wir erstmal hier Dreamies. Für Adi von Reiki, ja, das sehen ja auch hier diese Fußspuren. Ich glaube also wirklich, das ist vom NetGhost. Der hat nämlich beim letzten Mal auch diese Fußspuren da drauf gehabt, auf dem Zettel, den er geschrieben hat. Für Adi von Reiki teilen die jetzt. Dreamy ist auch gut, wenn Adi mal wieder viel frisst und ich sage, jetzt reicht's, mache ich ihm mal so eine Tüte auf und gebe die ihm. Einmal gelbe Dreamies. Hier, für Adi von Reiki. Nochmal, gelbe Dreamies. Das sind keine gelben. Das ist Limettenfarbe mit köstlichem Käse, mit himmlischem Thunfisch, mit unwiderstehlichem Katzenminzelgeschmack. Neu, habe ich also noch nie gesehen, mit Katzenminzelgeschmack, mit köstlicher Pute. Ich muss euch die blöden Bilder noch dazu zeigen, das zieht sich wieder ins Unermessliche. So, hier, mit Käse, seht ihr den Käse? Hier, mit Katzenminzelgeschmack, mit Fisch, ja, himmlischem Thunfisch. Jetzt muss ich wieder alle nehmen, da ist immer noch ein Füllwort dabei. Köstlicher Käse, himmlischer Thunfisch.
köstliche Pute, unwiderstehliche Katzenminze, leckerem Rind, schmackhaftem Lachs und köstlichem Käse. Das sind die Tag-Team-Karten von Pokémon, ja. Leckeres Huhn. So, jetzt, pass auf, Adi, jetzt geht's weiter. Ach nee, da ist hier noch. Schmackhafter Lachs. Jetzt ist das ganze Dings voll mit sowas. Dann nochmal hier. Für die Mama. Neu mit Apfel ohne Palmöl. Haben wir Konstanze Mozart Kugeln mit Apfel für die Mama. Sehr gut. Ihr wisst, ich bin nicht so der süße Typ, ich bin eher der herzhafte. Kann ruhig die Mama haben. Da ist mir jetzt nichts verloren gegangen. Dann haben wir hier, oh mein Gott, ein... Guckt mal, ein McDonald's-Glas. Andere gehen zu McDonald's und der Ramses sitzt auf der Toilette, bis das McDonald's-Glas zu ihm kommt. Adi, guck dir das an. Limitierte Edition Coca-Cola-Glas 2021. Alles ohne irgendwas zu machen. Da ist nicht nur eins drin, so wie das aussieht. Ihr habt jetzt hier dieses leckere Coca-Cola-Glas. Das müssen wir jetzt immer für Ramses Kitchen nehmen zum Testen, ja. Wenn wir irgendwas trinken, ja, komm, guck hier auf den Kopf. Guck dir das an. Hier ist sogar noch ein zweites. Geht's dir gut? Adi, nicht. Du kriegst doch keine Luft. Den kannst du keine Minute außer Acht lassen. Der macht nur Scheiße, ne? Hier ist sogar noch ein zweites Coca-Cola-Glas drin. Ah, ich habe doch die Schere neben mir liegen. Wieso versuche ich das aufzureißen und schneide mir dabei richtig schön die Finger ein? Also das Klebeband frisst sich in die Finger. Ihr kennt das sicherlich. Hier ist noch ein zweites dabei. Ein zweites limitiertes Coca-Cola-Glas. Aber ob ich die wirklich benutze oder die einfach so in den Schrank stelle, als Andenken, weil die so toll sind, das weiß ich noch nicht. Adi, Mütze! Adi ist schon wieder beschäftigt, an dem Zeug rumzufressen. Das ist eigentlich nicht so schön. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, was das ist. Oh mein Gott. Dann haben wir hier ein T-Shirt. So, warte mal, wir machen das T-Shirt mal zum Schluss. Sonst muss ich die Box jetzt runterstellen. Hier haben wir Stream Snacks, ja. KitKat Mini Mix mit KitKat Mini Salted Karamell Classic White Peanut Butter Hazelnut. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass es KitKat in so kleinen Sachen gibt. Und ist wieder schokoladig, ja. Da muss eine Packung Eier zum neben Stream essen. Nein, wird natürlich genascht. Vielleicht nicht beim Stream unbedingt, sonst schmiere ich alles voll. Aber vielleicht beim Fernsehgucken nebenbei. Hier habt ihr noch was, was auch eingepackt ist. Das sind Gläschen, so wie es aussieht. Berliner Luftgläschen. Einmal hier, ne? Berliner Luft. Also, wenn Pupsi wirklich umzieht, sag ich mal, brauchst du gar nichts kaufen. Gläser hast du schon. Berliner Luftgläschen, zwei Stück, schön säuberlich eingepackt. Hier auch. Berliner Luft, 2 Zentiliter, 4 Zentiliter, sehen auf jeden Fall cool aus. Da würde ich aber grünen Pfeffi rein schenken. Oh mein Gott, da ist noch was eingepackt. Auch richtig fett, eine richtig dicke, fette, große Flasche. Ich glaube, dafür sind die Gläschen, dass ihr euch da richtig einen drauf macht. Junge, Junge, guck mal hier. Geschmacksaktivator, ja. Der Geschmacksaktivator. Berliner Luft Eisbonbon. Eiskalt durchatmen. Jetzt gibt es ja nicht nur Pfefferminzlikör, Pfeffi. Es gibt ja auch so Eisbonbon-Likör, aber das ist Berliner Luft Eisbonbon. Die Kombination kenne ich noch gar nicht. Ich kenne von Berliner Luft nur den normalen, durchsichtigen. Der blaue. Der wird mal getestet, ich weiß aber noch nicht wann, wie und wo und was. Sieht schon richtig cool aus. Jetzt habt ihr hier die, guck mal, ihr habt ja den normalen Pfeffi stehen von Today Dent, ne, den grünen. Und daneben habt ihr jetzt den Berliner Luft, Eisbonbon, da habt ihr die Katzensnacks, da habt ihr die
Gläschen. Hier habt ihr die Coca-Cola. Da habt ihr einen Adi. Da habt ihr den Adi auf jeden Fall. Ich muss gleich wieder das Video gesperrt. Das tun wir auch mal oben drauf. Eine Bombe. Oha. Zwei Dinge sind noch drin, die muss ich euch zum Schluss zeigen. Jetzt, obwohl, das T-Shirt habe ich ja schon angeteasert, jetzt habe ich es eh runtergelegt. Hier ist ein T-Shirt drin, da steht drauf, Blutgruppe Pfeffi. Ja gut, irgendwann, wenn ich Rentner bin und nichts mehr zu verlieren habe, würde ich mir das wahrscheinlich anziehen und würde mit meinem Gehstock draußen rumlaufen. So. Boah, das ist mir auch schon ein bisschen peinlich, ne? Wenn ich so da rumlaufe. Total betrunken nach einer Flasche Berliner Luft mit meinen Homies. Wäre das eine Option? Aber ich habe ja keine Homies. Also kann ich auch nicht mit dem T-Shirt da draußen rumlaufen. Da schäme ich mich doch. Außer ihr kommt alle vorbei und wir machen eine schöne Berliner Luftparty, ne? Mit Pfeffi. Dankeschön, aber trotzdem. Ich werde das mal in irgendeinem Raid-Video draußen. Vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer wird, wieder dann schön Berliner Luft, Blutgruppe Pfeffi, schönes T-Shirt dazu. Dann möchte ich einem das zeigen, weil der Adi sich schon wieder in den Karton reinbequemt hat. Guckt mal, was hier liegt. Du bist eindeutig reif für die Insel, steht da drauf. Ein Nintendo Switch Spiel und zwar Animal Crossing. Habe ich auch noch nie gezockt, habe damit gar nichts am Hut. Ihr seid so verrückt, ihr überschüttet mich hier total. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich musste noch Slaps and Beans mal zocken und übertragen. Jetzt ist Slaps and Beans 2 wird released. Aber wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres, also Dezember 22. Bis dahin habe ich Zeit. Am 19. November kommt jetzt hier strahlende Perle und ein verrückter Diamant. Ich sag's euch, bis dahin wollte ich eigentlich das Let's Go Pikachu mal zocken. Jetzt gab's schon plötzlich Schild, was mir zugeschickt wurde. Jetzt gibt's Animal Crossing, also ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Wenn ich nicht gerade stream, schlafe ich. Das heißt, ich kann in meiner Freizeit gar nichts zocken. Wenn ich was zocke, müsste ich das im Stream machen, dass das auch irgendwie... Und ihr mir sagt, oh Ramses, guck mal, ein Eichhörnchen. Danke auf jeden Fall dafür. Denn auch wenn ich es jetzt nicht direkt kenne, weiß ich trotzdem, dass das viele Fans hat und dass viele Leute das spielen. Ob das was für mich ist, ja, oder was man da machen muss, das sehen wir dann. Und hier ist noch ein Mystery-Paket drin, wo einfach da steht... Eine Bombe, ne? Das heißt, wow, jetzt ist er in die Luft gegangen. Adi, alles gut, alles gut. Die ist kurz runtergefallen. Aber da steht ja nicht drauf, Vorsicht, Glas. Also ist ja alles gut. Das war noch bei dem anderen. Wir machen das jetzt hier auch noch auf. Ich muss mir nur hier wieder eine Ecke suchen oder eine Lücke oder... Wir gehen mal ganz, hier ist ein Schlitz. Da ist hier ein Schlitz. Kann ich das bestimmt verfolgen. Verfolgt ihr auch immer Schlitze? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich es dann rumdrehe, habe ich doch bestimmt den gleichen. Das ist wie Fluddy mit der Dose, mit dem Dosenöffner. Einfach mal hier drauf, lang. Hier runter. Hier vor. Greifst du da rein. Hast was Blaues. So, eine Bombe. Wovon ist das jetzt? Oder was ist das jetzt genau? Steht da was drauf? Manufactured, good stuff. Good stuff, Super Mario. Super Mario Merchandise. Hier ist ein Zipfel dran zum Aufhängen. Ihr habt hier eine Bombe von Super Mario. Guck mal, die hat sogar Füße, die könnt ihr euch auf die Hand setzen. Oh mein Gott, wenn hier hinten habt ihr... Da wird die hier aufgezogen, verstehst du? Aber ich würde jetzt hier nicht dran ziehen, sonst reißt das nämlich ab und dann war's das. Das ist auf jeden Fall was Plüschiges. Ja? Warum? Was soll mir das sagen? Sieht aber niedlich aus, auch die Füße so dazu. Die können wir jetzt immer hier hinsetzen. Wenn der Adi mal keine Zeit hat, setzen wir jetzt immer die Bombe dahin. Gell, Bombe? Ich fasse dich lieber nicht an, sonst gehst du noch hoch. Das ist auf jeden Fall wieder ein richtig fettes Paket.
Es gab ja schon den Berliner Luft in diesem Brandenburger Tor-Style als Flasche. Das ist sehr cool. Das ist wieder eine ganz andere Sorte Berliner Luft. Mal zum Testen. Die zwei Gläschen finde ich auch richtig cool. Die McDonald's-Gläser, viel für den Adi dabei. Was zum Zocken für mich, was zum Anziehen. Es ist schon wieder wie Weihnachten. Ich brauche gar keine Weihnachtsgeschenke mehr, weil ihr mich das ganze Jahr über reich beschert, ja. Beschenkt, wie auch immer. Habt ihr auch eine Bombe zu Hause? Schreibt's mir in die Kommentare, ne? Habt ihr ein McDonald's-Glas? Ich hab zwei. Ich das wieder gemacht hab, das war's von meiner Seite aus. Adi, Schatz! Guck mal, eine Bombe! Warte mal, die tun wir mal kurz. Guck mal, Adi! Weißt du, was das ist? Guck! Adi, Schatz! Nein, ich glaube, der Adi, den, das ist, der muss raus, der will raus, der hält sie nicht mehr aus, oh mein Gott. So, wir haben nämlich immer nur 5 Minuten Zeit, dann müssen wir schnell wieder zurück. Ich fühle mich auch hier drin immer total unwohl, deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, danke. Und Grüße gehen raus an den NetGhost.